Hallo, freut mich, dass wir alle wieder da sind. Wir sind heute ausnahmsweise nicht in Wien, sondern in Bleiburg, Bliberg in Kärnten, um hier bewusst zu machen, was da in wenigen Kilometern Entfernung von uns stattfindet, nämlich eines der größten Neonazis-Treffen in Europa auf österreichischem Staatsgebiet. Diese Usterschar-Anhänger, Nachkommen, Neonazis und alles, was sich dort herumtreibt, unter dem Deckmantel einer kirchlichen Veranstaltung, haben hier die Möglichkeit, was sie in Kroatien nicht haben, ihre Uniformen, ihre Abzeichen und so weiter vorzuführen. Und eine Ideologie, die keine Meinungsfreiheit ist, sondern ein Verbrechen, in Österreich zu feiern. Und dagegen stehen wir heute auf, gemeinsam mit unseren Kameradinnen und Kameraden und vielen Freundinnen hier in Kärnten. Und wir werden nicht locker lassen, weil Hartnäckigkeit zahlt sich bei uns immer aus. Antonia Romano ist Gemeinderätin in Trient. Sie sagt Folgendes: Meine Erfahrung als Gemeinderätin führt mir tagtäglich die traurige Realität eines faschistischen Wiederauflebens vor Augen. Abgesehen von den faschistischen Organisationen Casa Pound und Forza Nova, deren Führer bei der Durchführung faschistischer Massaker, die zu Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre in Italien stattgefunden haben, beteiligt gewesen waren, erleben wir die Faschisierung der Lega Nord. Die ausländerfeindliche und rassistische Propaganda wird von einem Gesetz, dem Bossi-Fini-Gesetz, unterstützt. Das ist eine Schande für Italien. Dieses Gesetz erklärt illegale Einwanderung zum Verbrechen und bewirkt einen wahren anthropologischen Wandel in unserer Gesellschaft, in der eine menschenferne, fragmentierte und desorientierte Linke nicht in der Lage ist, wirksame Antworten darauf zu geben. Es ist höchste Zeit, wieder auf den Ruinen aufzubauen. Und das müssen wir tun, und zwar von den Alpen ausgehend, von den Grenzorten der Zurückweisung der Unmenschlichkeit. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich habe so wie die meisten von uns hier zum Glück nie einen Krieg erlebt. Ich kann mir also Gräuel wie im Vernichtungslager Jasenovac nur schwer vorstellen, wo die Ustascha große Teile der serbischen und jüdischen Bevölkerung sowie anderer Minderheiten systematisch und in ungeheurer Zahl ermordet haben. Und ich kann mir den Eifer der Racheaktionen, die nicht hier, sondern auf dem wiederbefreiten jugoslawischen Territorium stattgefunden haben, auch nur schwer vorstellen. Aber es ist falsch, so zu tun, als hätte es davor keine mörderische Kollaboration der Ustascha mit den Nazis gegeben. Es ist falsch, so zu tun, als hätte die Wut der Widerstandskämpfer zu Kriegsende nichts mit dem Nazi- und Ustascha-Terror zu tun. Und es ist falsch, so zu tun, als hätten Leid und Tod in Bleiburg begonnen und nicht mit dem Überfall der Nazis auf Jugoslawien und dem jahrelangen Terrorregime der Ustaschen. 1945 war keine zivilisierte Zeit, in der man 10 oder gar hunderttausende Personen vor ein ordentliches Gericht hätte stellen können. Es war eine Zeit der grausamen Barbarei, einer grausamen Barbarei, die die Nazis über ganz Europa gebracht hatten. Solange die kroatische Amtskirche mit dem Segen der Kärntner Amtskirche ihr unseliges Bündnis von damals mit den Ustaschen, ihre klerikalfaschistische Vergangenheit unter dem Titel eines Gedenkgottesdienstes fortsetzt, anstatt ihre historische Schuld zu bedauern, solange sich in Österreich Politik und Behörden blind und ahnungslos stellen, solange die Armee der Ustascha gewürdigt und in ein Opfer umgedichtet wird, so lange wird sich am Gesamtcharakter der Veranstaltung am Leubacher Feld nichts ändern. Und so lange bleibt sie ein Magnet für Faschisten und Nazis aus ganz Europa. Wir wollen das nicht mehr haben. Wir wollen... Wir wollen, dass in Bleiburg, in Kärnten, in ganz Österreich und in ganz Europa die demokratische, antifaschistische Grundkonsens, auf dem unser Europa
nach 1945 aus Ruinen wieder erbaut wurde, hochgehalten wird. Das ist wichtig, gerade in Zeiten, in denen, wie Oskar Deutsch genannt hat, die Nachfolger der Vorgänger der Nazis wieder in Regierungsämtern sitzen. Wir haben heuer mit dieser Kundgebung einen Anfang gemacht. Und ich möchte zum Abschluss alle einladen, mit uns gemeinsam diese Initiative weiterzuführen. So lange, bis es keine Ustascher und Nazi-Treffen mehr gibt. Danke, Walla, grazie, Adam. Euch, allen und den Gästen aus den Nachbarstaaten.